Wir haben Straßen festgelegt, wir haben Personen eingetragen, wir haben Sternsingerinnen erfasst und wir haben auch Schichten eingetragen. Jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Aufgaben eines jeden Sternsinger-Organisators oder Organisatorin, der Gruppeneinteilung. Dafür gehe ich jetzt nochmal zurück zu dem Punkt Schichten und Gruppen. Hier sehen wir wieder die Übersicht über alle Schichten. Wenn ich jetzt eine Gruppe zusammenstellen möchte, zum Beispiel am 2.1. am Nachmittag, gehe ich hier auf Neue Gruppe. Hier kann ich jetzt die Gruppe festlegen. Ich kann der Gruppe einen Namen geben, ich kann optional noch eine andere Beginnzeit eintragen oder eine Notiz erfassen. Wenn ich hier eine Begleitperson hinzufügen möchte und in dieses Feld eine Person eintrage, kommen auch wirklich nur die Personen, die ich vorher beim Button Menschen für diesen Tag, für diese Schicht eingetragen habe. Wenn ich jetzt hier auf M drücke, kommt zum Beispiel Marlene, die sich für den 2.1. gemeldet hat. Jetzt hat die Gruppe eine Begleitperson. Zu einer Sternsinger-Gruppe gehören natürlich auch Sternsingerinnen und Sternsinger. Ich kann hier jetzt ganz einfach die Personen einfügen, die sich für diesen Tag gemeldet haben und eine Gruppe zusammenstellen. Wie ich vorher festgelegt habe, besteht eine Sternsinger-Gruppe aus 4 Sternsingerinnen und einer Begleitperson. Schon ist die Gruppe fertig. Das ist einer der großen Vorteile der Sternsinger-Organisations-App, dass ihr hier in diesen Feldern auch wirklich nur die Personen einplanen könnt, die verfügbar sind. Wenn ich möchte, kann ich hier noch einen Besuch ergänzen oder gleich der Gruppe eine Straße zuweisen, wie zum Beispiel den Rennweg oder diese 2 Gassen. Jetzt haben wir die Gruppe fertig erstellt, ihr gleich auch ein Gebiet zugeteilt, in der die Gruppe Sternsingen geht und können hier auf Speichern gehen. Schon habe ich für den 2.1. meine Gruppe erstellt. So einfach funktioniert die Gruppeneinteilung mit der Sternsinger-App.